Wer ist da? Ich bin Fürst Sakai. Ihr müsst unsere Verstärkung sein. Das ist richtig. Ich bin Fürst Sadamune Oga, Bannerträger des Shoguns. Willkommen in Tsushima. Danke, Fürst Sakai. Der Shogun entsandte uns sofort, als er eure Nachricht erhielt. Euer Onkel gab gerade den Befehl. Wir ziehen in die Schlacht, besiegen den Khan und erobern Burg Shimura von den Invasoren zurück. Ausgezeichnet. Sammelt eure Männer. Ich muss noch nach jemandem sehen. Ich werde am Nordtor auf euch warten, dann reiten wir gemeinsam zu eurem Onkel. Prüft die Räder! Fürst Sakai. Norio, trainiert ihr die neuen Rekruten? Nicht ganz, mein Herr. Ich habe gerade mit ihnen meditiert. Samurai, die Bürger Yarikawas, jede Seele braucht vor dem Kampf einen Augenblick der Ruhe, um die Vergänglichkeit des Lebens zu akzeptieren und den möglichen Tod. Weise Worte. Meditiert ihr mit mir? Es wäre mir eine Ehre. Hab Dank, Norio. Möge der Buddha über euch wachen, Fürst Sakai. Ich sehe, ihr seid fleißig. Jemand muss doch dafür sorgen, dass der Rambok einsatzbereit ist. Wenn das Ding auseinanderfällt, kommen wir auf keinen Fall in die Burg eures Onkels. Hätten wir in der Asamo-Bucht bloß einen gehabt. Hat's euch in meinem Karren nicht gefallen? Ich wollte nicht nach Sake richten. Yuna hat's mir erzählt. Das mit Taka. Ein mutigerer Bastard, als ich es je war. Wäre Taka hier, würde er sicher widersprechen. Tja, ich versuche, ihn nicht zu enttäuschen. Wisst ihr, wer nicht hungert? Yasunori. Yasunori ist ein elender Shirime. Lieber verhungere ich, als für Nahrung zu stehlen und zu töten. Es ist wahr. Ich glaube, dass er Mongolenanführern die Kehle aufschlitzt. Aber dass er vom Himmel auf sie hinabstürzt? Nein. Der Geist kann fliegen. Niemand kann fliegen. Auch die Mongolen. Willkommen zurück, Fürst Sakai. Sensei, ihr kennt bereits unsere Verstärkung. Die Bannerträger des Shogun sind Elitekrieger. Doch selbst sie können ihre Bogenkunst noch verbessern. Und die Bauern? Beeindruckend. Viel Talent, aber ungeübt. Ein großes Lob von euch. Yarikawa war einst das Rückgrat unserer Insel. Wir könnten die Mongolen in die Flucht schlagen. Nach einem Monat harten Trainings. Ihr habt eine Stunde. Dann hört auf, mich abzulenken. Lehrt euren Geist. Jin, ihr seid schon zurück? Geht ihr auch nicht so hart mit ihnen um, Fürstin Masako? Das halten sie aus. Die Bauern Yarikawas sind zäher, als sie aussehen. Und sehr stur. Noch sturer als ihr? Auf keinen Fall. Vor einer Woche noch hätten sie auf die Namen Sakai und Adachi gespuckt. Doch seit euren Taten in Yarikawa, sie sind euretwegen hier. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich auch nicht. Es ist Zeit, Yuna. Die Samurai sind hier. Alle machen sich kampfbereit. Hast du dich ausgeruht? Ich konnte nicht. Tut mir leid. Taka sollte hier sein.
Er glaubte an dich. Jetzt tun es die Bürger von Yarikawa. Weil du für sie einstandest, als niemand sonst es tat. Sie riskieren ihr Leben für den Geist. Ich gebe mein Leben für die Bürger von Tsushima. Und für dich. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Sei vorsichtig, Yuna. Ich muss zu Fürst Oga. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Wenigstens können wir in Tsushima erobern. Weiter zu Buddha beten. Seid ihr euch sicher? Ich hörte die Mönche darüber reden. Sie fürchteten, die Mongolen würden uns ihren Glauben aufzwingen. Fürst Sakai. Fürst Oga, wo ist mein Onkel? Er wartet auf dem Hügel auf euch. Es wäre dem Oga-Clan eine Ehre, euch dorthin zu eskortieren. Schön, Gesellschaft zu haben. Lassen wir den Khan lieber nicht warten. Wunderbar. Euch gebührt Respekt, Fürst Sakai. Die Rettung eures Onkels, die Hilfe der Verstoßenen von Yarikawa. Richtige Krieger sind sie nicht, doch ich vertraue ihnen mein Leben an. Dann tue ich es euch gleich. Haben die Leute wirklich einen Namen für euch? Geist? Sie mussten an irgendwas glauben können, als die Samurai besiegt waren. Nun sind die Samurai zurück. Die Märchen müssen zur Ruhe gebettet und die Gesetze des Shoguns erneuert werden. Retten wir diese Insel und die Menschen, deren Heimat sie ist. Die Politik kann warten, bis der Khan tot ist. Natürlich, Fürst Sakai. Hier! Fürst Shimura, euer Neffe ist gekommen. Jin, hier oben! Was hier geschehen ist eine Warnung. Gut gemacht, Jin. Wir haben alle, die wir für die Rückeroberung brauchen. Ich besiegte die Strohhüte. Doch Hyozo floh mit dem Khan. Sie wollten, dass ich euch verrate. Ihr spracht mit dem Khan? Ich war gefangen. Hätte ich das gewusst, hätte ich euch mit meiner ganzen Armee gerettet. Yuna half mir zu entkommen. Doch ihr Bruder... Er starb, ehrenvoll. Der Khan wird für sein Opfer bezahlen und für das, was ihr erlitten habt. Jin, der Shogun unterstützt meine Entscheidung zur Adoption. Wenn unsere Insel sicher ist, seid ihr der Erbe von Clan Shimura. Nicht als Geist, sondern als Samurai. Ich enttäusche euch nicht, Onkel. Heute reiten wir in den Kampf als Sakai und Shimura. Morgen werden wir den Sieg feiern. Als Vater und Sohn. Samurai rühmen sich ihres Ehrenkodex. Aber er macht sie auch starr, durchschaubar. Leicht zu brechen. Geist kennt keine Grenzen. Das macht ihn gefährlich. Jetzt zählt es, Jin. Diese Schlacht bestimmt das Schicksal der Insel. Holen wir uns den Kopf des Khans. Gemeinsam. Und überbringen ihn persönlich dem Shogun. Krieger von Tsushima! Heute besiegen wir Kotonka! Holen Burg Shimura zurück und verjagen die Mongolen aus unserer Heimat. Oh. Ja! Folgt Fürst Shimura zum Sieg!
Töte sie! Lass mich ab! Kämpf! Weiter, Norio. Feindliche Schütze! Nein! Hinten! Mach den Weg frei! Yeah!
zu ihren Vorfahren. Überraschungen. Kommt ihr nicht! Jin! Was tut ihr da? Den Weg freiräumen! Doch nicht so. So niemals. Kämpft wie ein Krieger, mit Ehre. Nicht wie ein Monster. Nur so verstehen sie es. Terror ist keine Waffe eines Samurai. Dusu! Dieser Tor, wir können nicht vorstoßen. Das ist eure Chance, Fürst Sakai. Zerstört ihre Waffen, ehrenvoll. Ich halte die Stellung und lenke sie auf mich. Ich komme mit dir. Bleibt bei mir. Haltet eure Position. Fürst Sakai, nicht die Huacha. Benny, Liebe. Osho. Oh, Jagatun.
Attacke! Ich sehe sie! Wir können hier nichts mehr tun. Gehen wir zu den anderen. Es war gut, die Mongolen am Tor einzuschüchtern. Dein Onkel liegt falsch. Er will es nicht verstehen. Wir sterben, wenn wir uns nicht ändern. Nur dank dir haben wir es soweit geschafft. Und jeder weiß das. Vor uns liegt noch ein weiter Weg. Niemals so aufgeben. Etwas stimmt nicht. Verehren. Sammelt unsere besten Soldaten. Wir reparieren die Brücke und greifen bei Dämmerung an. Nein. Zu viele sind tot.
Leute, die auf mich gehören. Genug! Es gibt einen anderen Weg. Wir besprechen ihn allein. Die Mongolen sind in der Defensive. Wir schlagen zu, bevor sie sich formieren und beenden es. Ihr habt unsere Männer geopfert. Sie sind Soldaten. Ihr Blut klebt an unseren Händen. Ich umgehe die Brücke irgendwie. Vergifte den Feind. Ein feiger Anschlag. Ich will nur unser Volk retten. Und es lehren, uns zu fürchten? Folgt ihr weiter diesem Pfad? Seid ihr nicht besser als die Mongolen? Ich lehrte euch, mit Ehre zu kämpfen. Die Ehre ist am Strand gestorben. Der Khan verdient es zu leiden. Eure Gefühle kontrollieren euch. Ich opferte alles, was ich war, um unser Volk zu retten. Ich gebe ihnen Hoffnung. Ihr tut nichts! Jin. Nein. Wir sind fertig. Es gibt nichts Stärkeres. Leb wohl. Eine Rüstung wie diese lässt euch nie im Stich. Die Hunde aufhalten. Zurückjagen. Eure Klinge verdient das Beste. Verzeiht, ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Möge euer Stahl scharf und stark bleiben. Fürst Sakai! Kenji, was macht ihr denn hier? Ich will den Verwundeten helfen. Aber mehr als etwas Hochprozentiges kann ich ihnen nicht bieten. Wie tröstet man jemanden, der einen Arm verloren hat? Ich weiß es nicht. Taka wusste immer die richtigen Worte. Ich vermisse den Jungen. Wie wir alle. Ruht euch aus. Ich versuch's. Tsushima trauert um euch. Fürst Sakai. Norio, ich hatte Angst, ihr würdet an der Brücke fallen. Es war knapp. Die Explosion warf mich zu Boden und trug diese tapferen Krieger ins Jenseits. Wir bestatten sie angemessen, sobald uns die Burg wieder gehört. Gibt es denn noch eine Chance? Es gibt immer eine Chance. Verliert nicht die Hoffnung, Norio. Niemals.